Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Claudius Cosmic Card News. Mein Name ist Claudia und ich habe jetzt vor, mit dir die Waagelegung zu machen für den Dezember. Ich freue mich. Und zwar, wenn du Waage von Sonne in der Waage hast, Mond, Aszendent, Venus oder für jemand anders schaust, kann ja auch sein. Auf jeden Fall ist hier jeder herzlich willkommen, der sich für diese Legung interessiert. Es ist eine allgemeine Legung. Ich hoffe aber trotzdem, dass du etwas, auch wenn du nicht damit so ganz in Resonanz gehst, vielleicht dennoch etwas für dich mitnehmen kannst, ein paar Impulse bekommst und ja, das ist eigentlich so das Hauptanliegen, weil ja, ich weiß ja nicht, wer hier alles zuschaut und was da so alles in Resonanz geht, nicht wahr? Genau, so Telegram-Kanal. Wenn du gerne mal auf meinem Telegram-Kanal vorbeischauen möchtest, da mache ich momentan die Adventsbotschaften sozusagen. Da gibt es eine Karte, ist dann eher allgemein gehalten, nicht speziell auf den Tag bezogen. Da kannst du gerne mal reinschauen. Da mache ich ab und zu mal Tagesbotschaften und auch sonst ein paar schöne Videos setze ich da ganz gerne mal rein für die Bewusstseinsentwicklung. Denn alles ist eine Frage von Bewusstsein und deswegen halte ich das für sehr wichtig und nutze diesen Kanal gerne dafür. So, was haben wir sonst noch? Karten hier haben wir liegen. Genau, das sind die Karten von A.E. Waite, also Arthur Edward Waite. Die sind sehr schön von dem Ganzen. Ich habe da neulich ganz viel verglichen. Und habe festgestellt, okay, diese Karten sind wirklich richtig gut. Das war mein erstes Deck nach sehr, sehr vielen Jahren, was ich dann in Hamburg auf der Messe gekauft habe. Habe die Box nicht mehr, beziehungsweise ich weiß gerade nicht, wo ich sie habe. Ich glaube, ich habe sie noch. Ich schmeiße diese Boxen normalerweise nicht weg. Also irgendwo ist sie verbuddelt und vielleicht finde ich sie nicht gerade, aber deswegen sage ich immer, ich habe die Box nicht mehr. Also A.E. Waite und ist auch noch käuflich erwer zu erwerben in einem Starter-Set, aber auch so. Gerade diese Rückseite ist dafür sehr maßgeblich, welches Deck du am Wickel hast, für den Fall, dass du dich fürs Kartenkaufen interessierst jetzt. Okay. Es gibt halt viele, viele, viele verschiedene Editions, wie man so schön sagt. Ja, dann habe ich noch mehrere Decks natürlich für dich hier. Ich habe dann auch noch das Radiant Wise Spirit, die kleinere Version. Dann habe ich das Fortuna Deck, was ich gerne mit benutzen möchte. Dann habe ich auch das Gilded Reverie von Ciro Marchetti und das Daily Crystal von Heather Akinosi. Ganz zum Schluss gehen wir dann rein mit dem wunderschönen Tierorakel von Colette Baron Reed. Und da nehme ich die englischen Karten, die sind matt und lassen sich einfach besser mischen. Und die Deutschen sind mir zu glatt. Aber ich nehme natürlich die deutsche Bedeutung. Also ich bin sehr froh, dass ich beide Decks habe und kann dann entsprechend variieren. So, okidoki, geht los. Also, was haben wir hier für die Waage? Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat Dezember 2022. Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat Dezember hier im Kollektiv. Was ist hier die Energie? Ich möchte jetzt die allgemeinen Energien haben, da möchte ich das wissen, was im Verborgenen liegt und trotzdem wirkt. Wirkt, nicht wirkt, manchmal wirkt es auch, aber es wirkt. Und dann möchte ich natürlich auch einen Tipp haben und mal nochmal so ein Thema anschauen. Und ja. Und zum Schluss kommt das Tierorakel und macht das Ganze rund. Okay, jetzt haben wir erstmal die allgemeinen Energien, die allgemeinen Tendenzen. Es ist auch übrigens auch wichtig, mal natürlich zu wissen, dass es nur Tendenzen sind, ne? Also ich sag mal, wenn du damit in Resonanz gehst und du sagst, ja, okay, kommt jetzt ganz gut hin, dann sind Tendenzen immer nur Richtungen, Ideen sozusagen. Du kannst es jederzeit ändern. Das ist natürlich auch gut, indem du deine Schwingung änderst, ne? Okay. Also, was haben wir hier? Für die Wangen, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Die Gerechtigkeit, ja, da haben wir das Prinzip von Ursache und Wirkung im Grunde genommen. Du kannst davon ausgehen, dass alles gerecht ist im Leben. Es ist wirklich gerecht. Das Universum macht keine Fehler. Was man rausgibt, bekommt man zurück. Ob man sich dessen nun bewusst ist oder nicht, was man da in die Welt gesetzt hat sozusagen. Letzten Endes ist alles, was in deinem Leben ist, ursächlich in dir passiert und hat dann natürlich entsprechende Auswirkungen. Und da kann man, das ist im Grunde kann man, wenn man es genau nimmt, ist das Außen, also unsere Außenwelt, unser Umfeld, unsere Familie, Freunde, die Situationen, in denen wir sind, ob das nun finanziell ist, ob das beruflich ist, ob das sozial ist in irgendeiner Form, dann können wir das als Kompass nehmen und sagen, okay, wenn da was nicht so richtig schicki läuft und nicht so richtig rund ist, was kann ich denn daran tun? Was ist denn mein Anteil daran? Was habe ich dazu beigetragen, dass es so ist?
Und dann ist es ja ganz logisch, dass wenn ich dann das ändere, wenn ich dann in mich gehe und sage, okay, Moment, vielleicht muss ich eine andere Perspektive dazu einnehmen, vielleicht muss ich mir eine andere Denkweise tatsächlich aneignen, vielleicht habe ich falsche Glaubenssätze, vielleicht ist das, was ich da bisher gedacht habe, über einfach tatsächlich nicht mehr die Wahrheit und vielleicht sollte ich das mal revidieren. Also Selbstreflexion ist auch ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema, was wir natürlich auch unbedingt immer machen sollten in Sachen Bewusstseinsentwicklung, ist einfach Grundvoraussetzung. Also hier haben wir das Prinzip von Ursache und Wirkung, geistiges Prinzip, kosmisches Gesetz, kannst du macke nix, musst du gucken zu und kannst du machen mit oder bewusst mitmachen oder eben unbewusst bleiben sozusagen und einfach gerne wieder anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Das ist nämlich ein ganz beliebtes Spielchen hier bei den Menschen natürlich. Es ist immer sehr leicht zu sagen, wenn einem etwas nicht gefällt im Außen, du bist schuld, dass du das, dass das so passiert ist. Und das ist so das Ego, was in uns da so rumrebelliert, was da gerne doch tatsächlich alles von sich weisen möchte. Okay, nächste Karte. Waage, Sonne, Mond, Waage ist natürlich auch, wie komme ich jetzt drauf? Hier ist natürlich auch eine Waage, das heißt, da geht es auch um Balance und Ausgleich wiederum. Es ist ja, das Universum ist sowieso ein großer Buchhalter, ne? Da muss Soll und Haben ausgeglichen sein. Und ja, genau, also du wirst niemals etwas, ich sag mal, präsentiert bekommen, Retour bekommen vom Universum. Niemals wird etwas in deinem Leben auftauchen, was nichts mit dir zu tun hat. Das ist echt spannend. Okay. Was haben wir hier noch? Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Zwei Karten und zwei so schöne. Da haben wir einmal das Feiern. Yippie! Also das heißt, hier ist eine wundervolle Zeit, wo es zu feiern gilt, wo es in die Freude geht. Also Dezember hat eine wunderschöne Energie, wie ich jetzt finde. Mit einer Entscheidung aus Liebe. Also, es kann tatsächlich sein, dass da es bei dir um eine Entscheidung geht, was eine Beziehung angeht. Die Liebenden sind natürlich im klassischen Sinne so gesehen schon, haben natürlich schon was mit den mit Verpartnerungen zu tun und mit Liebe und mit Beziehung. Aber dennoch geht es in erster Linie um deine eigene, dir innewohnende Entscheidung, die Entscheidung, die du triffst. Und die sollte dann halt bedingungslos sein, ein bedingungsloses Ja zum Leben. Das ist immer diese Karte ist eine Pro-Karte. Also man entscheidet sich für etwas, niemals gegen, sondern immer für etwas. Und mit dem Herzen. Das ist der Hinweis auf das Herz, auf deine dir innewohnende Sehnsucht, das, was du wirklich möchtest. Und hier sieht es aus, als wenn es da um Erfüllung geht, also dass das auch wirklich erfüllt wird. Also dann kann man dazu sagen, in diesem Verlauf, wie er bis jetzt hier ist, hast du ganz wunderbare Samen gesät, die jetzt irgendwie aufgehen, ne? Die also ein schönes Ergebnis bringen. Ich muss nochmal weiter gucken, was wir haben. Also es fängt an, richtig spannend zu werden. Muss man so zu sagen. Also, Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Im Dezember. Was haben wir hier für Energien im Dezember? Ach, wie herrlich. Da haben wir die Ernte. Na, guck mal eine an. Jetzt guck mal, wie schön gelb das hier alles ist. Sonnig und gelb und richtig schick. Also, wir wissen ja, dass wir alle in einer Zeit leben, die zwischenzeitlich enorm, enorm, enorm ruckelig war und teilweise für einige immer noch ist. Je nachdem, mit was du dich in deinem Leben beschäftigst und vor allem je nachdem, wie viel du dich mit im Außen beschäftigst, was da gerade so los ist. Ja. Du hast immer die Wahl natürlich, wie gehe ich damit um? Man hat immer die Wahl, wie man mit einer Situation umgeht. Das ist einfach so. Und manchmal reagiert man natürlich oder oft reagieren wir sehr spontan, weil wir halt unseren Programmierungen folgen, weil etwas in uns getriggert wird und dann halten wir nicht inne, sondern schießen gleich zurück zum Beispiel. Aber es ist auch möglich natürlich, dass trotz, jetzt kommt dieses Ding, trotz
dieser ganzen widrigen Umstände, trotz dieser ganzen schrägen Zeit, die ja aber auch nicht jeder als so erlebt hat, muss ich mal auch dazu sagen. Ich rede jetzt wirklich nur ganz allgemein. Dann kann das sein, dass du gesagt hast, okay, Moment mal, ich habe hier etwas erkannt. Ich habe wirklich was erkannt. Und ich habe erkannt, dass ich bisher nicht richtig lag. Ich muss mein Weltbild wirklich ändern. Da stimmt was nicht. Und dann hast du es geändert. Ich sage jetzt mal, es geht um eine fiktive Situation. Du hast dann deine Denkweise geändert aufgrund von Erkenntnissen, hast damit eine neue Schwingung ausgesendet und dann kommt hier diese Geschichte zustande. Egal in welcher Situation du jetzt gerade bist, wirklich ganz egal, du hast jetzt in diesem Augenblick die Möglichkeit, neue Weichen zu stellen, neue Entscheidungen zu treffen, neue Wahlen zu wählen, also wirklich eine neue Richtung einzuschlagen. Das heißt, du kannst wirklich sagen, okay, Moment mal, wenn ich doch weiß, Ursache und Wirkung, wenn ich die Ursache setze für ein wundervolles Leben, dann muss ich meinen Fokus natürlich draufsetzen, also drauflegen, dann muss ich wirklich meinen Fokus auf die Blumenwiese richten und nicht auf den Müll, der hinter mir liegt. Wenn ich weiterhin im Müll rumwühle, werde ich weiterhin auch Müll sehen. Also möchte ich doch aber keinen Müll mehr sehen, dann muss ich auch auf die Blumenwiese schauen oder auf was auch immer du schauen möchtest. Und dabei natürlich dann auch bleiben. Also dann deine Energie folgt der Aufmerksamkeit, Ursache, Wirkung, Gesetz der Resonanz, innen wie außen. Das sind alles gesetzliche, geistige Gesetze, Naturgesetze, hermetische Gesetze, die wir unbedingt lernen sollten und verinnerlichen sollten, weil das macht das Leben so viel leichter, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also falls du noch nicht so mit diesen Gesetzmäßigkeiten vertraut bist, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, mach es, es macht dir das Leben unendlich leicht. Leicht, Klammer auf, ER, leichter, Klammer zu. Das dauert eine Weile, aber es ist der Wandel da. Es geht immer mehr in diese Richtung. Und ich glaube auch, dass du hier auf diesem Kanal gelandet bist. Und wenn du damit dazu stimmst und wenn du sagst, ja, okay, dann hat das genau diesen Grund, weil bei dir auch schon ein Wandel vollzogen worden ist, wann auch immer das gewesen sein mag. Das kann ja schon vor Jahren gewesen sein oder gerade im letzten halben Jahr oder im letzten Monat, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir hier das Prinzip von Ursache und Wirkung. Karma ist auch ein Stichwort. Karma ist nichts anderes als das, ja, als Ursache-Wirkung halt, ne? Und hier siehst du sehr schön, wie die Gesetze funktionieren. Ursache, Wirkung. Also das heißt, hier ist etwas gesät worden. Das Universum sagt alles klar. Da ist eine Schwingung hier unterwegs, die braucht eine Entsprechung. Welche Schwingung ist das? Das ist eine richtig schicke Schwingung. Das ist eine hohe Schwingung. Das ist eine liebevolle Schwingung. Oh, dann geben wir das doch mal zurück. Dann in Form von Freunden, Feiern. Liebevolles Miteinander. Wir haben natürlich jetzt auch Weihnachten, was nicht unbedingt heißt, dass alle das als Fest der Liebe sehen. Aber auf jeden Fall, hier geht es um ganz viel Herz. Ja? Herz, 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 Liebe. Ja, und natürlich die Ernte. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass du finanziellen Erfolg auch jetzt hast, weil du die entsprechende Saat ausgebracht hast, um es jetzt zu ernten. Also vielleicht hast du tatsächlich auch beruflich ein neues Projekt gehabt oder hast dich selbstständig gemacht vor einiger Zeit. Und jetzt kommen die Früchte deiner Arbeit sozusagen. Ich wollte jetzt sagen, harten Arbeit. Ja, der eine arbeitet hart, der andere nicht. Also insofern, genau. Sehr, sehr schön. Jetzt möchte ich eine Karte noch dazu haben. Was ist hier für die Waagen? Also hier sieht wirklich etwas aus. Das sieht aus, als wäre hier wirklich was ins Gleichgewicht gekommen. Es ist sehr harmonisch. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, was hier noch kommt. Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Welche Energie haben wir noch im Dezember? Welche Energie haben wir noch im Dezember? Für die Waage geborenen. Nee, 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 nee. So geht das nicht. Es zeigte sich kurz die hohe Priesterin. Das ist ja natürlich immer ein Hinweis auf die innere Stimme, auf die Intuition. Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was haben wir denn hier noch? Für die Waage, für den Monat Dezember. Aha. Oh, also das ist ja jetzt. Hältst du das aus?
hältst du das jetzt aus? Das ist natürlich der Stern, die Hoffnung, die Wunscherfüllung. Das ist, lass Sterne regeln. Mach dein Kleidchen zur Auffangschale und dann lass die Sterne da reinregnen. Oder die Taler, also wie auch immer. Also tatsächlich ist es hier so, wir haben hier in der Mitte. Das mag ich, das finde ich immer total schön. Das Mittlere ist ja hier sozusagen immer das Zentrum sozusagen. Es läuft auf die Mitte und dann läuft es da hinten wieder raus. Also wir haben hier zentral tatsächlich die Liebenden, die Entscheidung aus Liebe. Also, und je nachdem, wie du dich natürlich entscheidest, setzt du neue Dinge in Gang. Das heißt, eine Entscheidung bedeutet eine Energie, die bisher eine bestimmte Schwingung und Frequenz hatte, wird gewandelt in etwas anderes und bringt dann auch entsprechend ihre Früchte hervor. Der Stern ist die Karte, ich sage es ja auch immer wieder, die nach dem Turm kommt, nach dem Zusammenbruch, einfach um deutlich zu machen, wie pur diese Karte ist, wie rein diese Karte ist. Die alten Strukturen sind weggesprengt. Das ist wirklich eine ganz reine, wundervolle Energie, ist auch eine der Schutzkarten im Tarot, ist eine große Arkana. Das finde ich sowieso sehr spannend. Wir haben hier große Arkana, große Arkana, große Arkana. Da ist sehr viel Kraft, da ist sehr viel. Das ist so, 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 so schön. Also ich hoffe, du kannst da wirklich mitgehen, weil das wirklich einfach traumhaft ist. Jetzt bin ich natürlich mega gespannt, auch was am. Ach ja, was am unteren Kartenrand ist. Aber vorher möchte ich noch sagen, dass der Stern natürlich auch wirklich für die neue Hoffnung steht. Also vielleicht hast du tatsächlich eine wirklich etwas, wirklich harte Zeit hinter dir. Du musst es komplett umdenken, hast komplett neue Ursachen gesetzt. Warte mal ganz kurz, ich muss was trinken. So. Du hast neue Ursachen gesetzt, hast dich neu sortiert. Hast geschaut, was kann in meinem Leben bleiben, was kann raus und so weiter. So, und hast dir vielleicht auch Klarheit einfach darüber verschafft, was du wirklich möchtest. So, und dann setzen wir Ursachen. Und in dem Moment, wenn du dann sagst, so, jetzt bin ich klar, jetzt weiß ich, was ich will, so, und dann kommt dieser Garn, dann kommt das Ganze in die Gänge und dann kommt hier die Fröhlichkeit und das Feiern und ja, wie gesagt, die Entscheidung aus Liebe. Also vielleicht hast du wirklich gesagt, okay, ich bin jetzt mal wichtig in meinem Leben. Ich mache jetzt mal, treffe mal die für mich die Entscheidung. Ich versuche nicht immer, es allen nur recht zu machen und die Erwartungen von anderen zu erfüllen, sondern ich entscheide mich für mich. So, und wenn mich glücklich macht, dass ich mit Partner XY zusammen sein möchte, oder wenn ich mit dem zusammen bin oder mit ihr zusammen bin, wer auch immer es sein mag, ja, und dann entscheide dich dafür. Es ist auf jeden Fall, es steht unter einem guten Stern. Das ist wirklich, spür mal in dich rein, wenn du hier mitgehst, dann wirst du jetzt ein hoffentlich warmes Gefühl sozusagen haben, ein nährendes, eine gute Energie, eine aufbauende Energie. Und dann weißt du auch, dass du hier genau richtig bist. Wenn es bei dir ruckelt und wenn du sagst, oh nee, also mein Leben sieht gerade so chaotisch und so doof aus, dann nimm diese Legung, diese Energien hier zum Anlass, um dich neu auszurichten. Weil das, was du in deinem Leben hast und siehst und fühlst und im Außen sich zeigt, hast du ja in dir vorher gehabt. Also es ist nie verkehrt, eine wunderschöne Legung, auch wenn sie momentan noch nicht so zutrifft, tatsächlich zum Anlass zu nehmen, zu sagen, okay, ich gebe neue positive Energie da rein, weil ich möchte positive Ergebnisse haben. Und das Schöne ist ja, wenn wir für uns selber sorgen, sorgen wir auch gleichzeitig für alle anderen mit. Am unteren Kartenrand, ja, guck mal da. Da haben wir jetzt mal eine Karte, die nicht so lustig ist. Das ist nämlich die Karte des Mangels. Das ist wirklich die Existenzangst. Das ist dieses, ich habe nicht genug. Ich habe Angst davor, dass ich nicht genug haben könnte. Also es ist wirklich die Karte des Mangels. Aber es ist die Karte auch der Begrenzung. Wenn das Ding ist nämlich, wenn du glaubst, im Mangel zu sein, bist du auch gleichzeitig begrenzt, nämlich in dem Sinne, dass du nicht dir vorstellen kannst, nicht glaubst, dass das Leben dich immer bestens versorgen möchte, sofern du es dann auch zulässt. Wenn deine Gedanken dahin gehen, es ist das, ich habe jetzt 3,50 € im Portemonnaie und genau das ist alles, was es für mich gibt. Und ich muss erst in 3 Wochen kriege ich wieder neues Geld.
zum Beispiel. Und in der Zwischenzeit habe ich Hunger, in der Zwischenzeit darbe ich vor mich hin, weil ich mich in meinen 3,50 € so begrenze und nicht glaube, dass was anderes kommen könnte, dass ich das tatsächlich wahrscheinlich auch so erlebe. Also mach dich auf, erweitere deine Grenzen, erweitere dein Bewusstsein. Mangel ist nicht die Wahrheit. Das Universum ist Fülle selbst. Ist die Fülle selbst. Und weil du auch letzten Endes das Universum bist, bist auch du die Fülle selbst. Und das gilt es zu erkennen. Also als unterliegende Energie kann es natürlich sein, dass das hier ein bisschen mitschwingt, dass da noch ein paar Ängste sind, dass du irgendwie nicht genug haben könntest oder dass du auf die Schnute fällst und dann dementsprechend die Konsequenzen da tragen musst. Wir müssen immer die Konsequenzen tragen, aber wenn du die Konsequenzen dir im Außen anschaust, die da sind, also alles, was du in deinem Leben siehst, ist ja jetzt eine Konsequenz sozusagen, aus Gedachten, aus Überzeugungen, aus Gefühlen, also auch die Mischung natürlich draus und so weiter. Ja, und wenn dir das nicht gefällt, darfst du neu entscheiden. Was haben wir hier drunter? Den Buben der Stäbe, okay. Vielleicht hattest du, oh, guck mal, die haben wir den Turm. Was haben wir da drunter? Die 10 Münzen. Ja, spannend, okay. Also, so weit will ich gar nicht runtergehen. Aber was ich ganz interessant finde, ist, hier, der Bube ist die Einladung zum Abenteuer. Vielleicht hast du dich tatsächlich auf etwas eingelassen, nachdem bei dir schon alles zusammengebrochen ist. Und das finde ich jetzt wirklich spannend, weil wir hier dann den Stern natürlich haben. Also der Turm, der ja von einem Blitzeinschlag etwas Plötzliches, Überraschendes ist. Also vielleicht hast du tatsächlich eine plötzliche, überraschende Wendung in deinem Leben erlebt, dass da echt was zusammengebrochen ist. Alte Strukturen sind zusammengebrochen. Es kann auch sein, dass das noch dir bevorsteht, weil wir reden hier über Dezember. Also für den Fall, dass du sagst, ach nö, momentan ist noch alles tutti, dann kann es möglich sein, dass es eine Situation gibt, die dich ein bisschen aus der Bahn wirft oder auch ein bisschen mehr. Ich will dir definitiv keine Angst machen, nicht mit diesen Karten hier. Also letzten Endes kommt sowieso nach einem Zusammenbruch immer wieder ein Neuanfang, etwas, ein Aufbau. Das ist das Leben, das ist Evolution, das Leben ist Veränderung, das geht gar nicht anders. Und wir haben immer Situationen, die wir loslassen möchten, müssen. Und ich sag mal so, lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen. Diese Karte ist eine Drama Queen und es kann sich auch mal wirklich so anfühlen, ohne Frage. Also wir haben das, glaube ich, alle schon erlebt. Ich glaube nämlich auch, wenn ich so in meine Statistik gucke, ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen, ist es nämlich auch so, dass die Altersklasse, die hier zuschaut, auch eher so nicht mehr 20 ist. Das sind ganz, ganz wenige, die irgendwo zwischen 20 und 30 sind. Die meisten sind älter und auch teilweise sehr viel älter. Was ich auch sehr schön finde übrigens. Ja, aber das passt natürlich zu mir, weil ich bin ja auch keine 20 mehr. So, wir haben hier den Turm, der, wie gesagt, schon mal sehr dramatisch daherkommen kann und einen ganz kräftig aus der eigenen Komfortzone schüttelt und rüttelt und rausschmeißt. Dann ist es aber auch so, dass wir in der Regel schon ganz viele Zeichen im Vorwege nicht mitgeschnitten haben und wir haben sie überhört, überlesen, übersehen. Wir wollten sie nicht wahrhaben und so weiter. Und dann kommt das Leben und sagt: Nee, Moment mal, das ist aber nicht die Idee und da müssen wir sie mal rausschmeißen oder ihn. Ne? So, die Einladung zum Abenteuer, das kann manchmal natürlich auch sein, so wie der rettende Anker. So, oh, da ist ein Strohhalm, ich habe sowieso gerade irgendwie, ich mache mich gerade auf für was Neues, weil das Alte geht nicht mehr. Und mit Pauken und Trompeten geht da was den Bach runter. Und dann wird dir vielleicht eine Hand gereicht, weil der Bube der Stäbe sagt, das ist ein Impuls, der von außen kommt. Die Einladung zum Abenteuer, und dann nimmst du das vielleicht sogar an und dann dreht sich das Karussell in Richtung Mangelgedanke, weil du dann, ach du Schande, auf was habe ich mich hier eingelassen? Also das ist durchaus eine Variante. Also aus dieser Sicherheit, aus der auch materiellen Fülle vielleicht, der Zusammenbruch und dann kommt sozusagen der Strohhalm oder vielleicht sogar auch ist der Turm, der Zusammenbruch des Turmes selber schon die Einladung zum Abenteuer, nämlich sprich, okay, du lässt dich auf etwas Ungewisses ein. Wenn du es nicht möchtest oder wenn du es tust und dann aber trotzdem plötzlich in Ängste, Existenzängste verfällst, dann haben wir natürlich hier diese Energie. Aber das kannst du dir auch bewusst machen und das kannst du jederzeit wieder ändern, indem du sagst, ist das wirklich die Wahrheit? Vielleicht kennst du Byron Katie, The Work.
Die arbeitet ja mit 4 Fragen und die erste davon ist: Bist du ganz sicher, dass das die Wahrheit ist? Ich meine, das ist die erste Frage. Ja, ist das wirklich die Wahrheit? Ja, also das sind so diese hinterfragenden Fragen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Okay, also das ist doch mal eine richtig interessante Gelegenheit, spannende Sache. Ich muss hier mal ein bisschen meine Steinegruppe etwas verrutschen und verrühren. Ich habe hier kein festes Setting, um es mal auszudrücken. Ich muss das immer wieder neu justieren. Okay, was haben wir denn hier noch? Jetzt möchte ich natürlich wissen, was haben wir denn im Verborgenen? Das ist natürlich, hat ja schon was von verborgen, aber warten wir mal ab. Also, Opala. Opala, Opala, Opala. Die muss ich alle drei nehmen tatsächlich. Also, was ist im Verborgenen und wirkt trotzdem? Das ging mal schnell. Da haben wir hier die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen, die ist auf Beständigkeit und Wachstum aus. Die sät und erntet eine ganze Menge, weil sie ist nämlich eine Königin. Und das ist eine sehr warmherzige Energie, sehr fürsorgliche Energie, sehr geerdete Energie. Also diese Königin packt auch mit an und sie ist halt auch, sie kann auch eine Kräuterfrau sein, eine Heilerin in der Richtung. Und ja, vielleicht ist das deine Energie. Auf jeden Fall ist hier Beständigkeit, Wertschätzung, auf jeden Fall Langfristigkeit, Beständigkeit, auch im Sinne von Wohlstand. Das ist alles hier am Wirken im Unbewussten. Ja, also das passt sowieso, passt das hier richtig gut dazu. Also da würde ich jetzt mal sagen, da hat niemand irgendwo auch nur einen Ansatz bei den Karten. Ich gehe jetzt nur von den Karten aus, weil ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist, muss ich dazu sagen. Aber wenn ich diese Karten hier sehe, hat hier niemand auch nur ansatzweise irgendeinen Grund, sich irgendwie Sorgen zu machen, sondern da geht es um den absoluten Erfolg. Die Karte, die Sonne ist grandios, Sonne, Wärme, absoluter Erfolg, Langfristigkeit, langfristiger Erfolg, Freude, Liebe, Harmonie, Frieden, all das, was sich jeder von uns wünscht, ist in dieser Karte enthalten. Der König der Kelche passt super schön und super gut zur Königin der Münzen. Denn dieser König, und das finde ich wieder mal Hammer, dass hier ein Königspaar sitzt, man könnte sagen, sie kümmert sich um die Finanzen und er kümmert sich um, ja, keine Ahnung, um die Gefühle oder so. Also das ist so, dass der König der Kelche ein sehr gefühlsbetonter König ist, ein sehr emotionaler König. Es ist jemand, der sein Herz sozusagen auf der Zunge trägt, der mit viel Gefühl seine Untergebenen sozusagen regiert. Mit viel Gefühl heißt auch empathisch. Das ist natürlich auch sehr viel Empathie dabei. Vagegeborene, die ja so sehr auf Diplomatie, Ausgleich, Harmonie und so weiter aus sind, für die ist auch Empathie natürlich ein Thema. Grundsätzlich, weil du kannst ja nur in den Ausgleich kommen, wenn du auch die andere Seite siehst und so weiter und da Verständnis hast und so weiter. Das ist auf jeden Fall alles hier von sehr viel Glück, von sehr viel positiver Energie, höchster positiver Energie beschienen. Also das ist, ihr Lieben, das ist definitiv die krasseste positive Legung hier in dieser ganzen Runde bisher. Ich habe jetzt dann noch die Skorpione vor mir, aber die Wagen schießen gerade echt den Vogel ab. Das muss ich mal so sagen. Das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Als einziges haben wir hier wirklich, dass da möglicherweise bei dir in der Vergangenheit, du wirst ja wissen, ob es so stimmt oder nicht, dass es da Querelen gab, dass es da Zusammenbrüche gab oder einen großen Zusammenbruch, der komplett dich so umgeboxt hat, dass du total dein, wie gesagt, was ich am Anfang sagte, Weltbild vielleicht ändern musstest, um dann wirklich in neue Gefilde zu kommen. Ich habe hier am unteren Kartenrand eine ziemlich scharfe Energie liegen, der Ritter der Schwerter. Ich hatte eben den Impuls, guck doch nochmal danach, weil der Ritter der Schwerter, der ist sehr direkt, der kennt sein Ziel, der geht ohne Umwege drauf los, der ist unter Umständen auch ein bisschen streitlustig, der ist ein bisschen kühl und er ist ein bisschen undiplomatisch, um es mal so zu sagen. Also der Ritter der Schwerter, der ist sehr einschneidend unterwegs. Also mit Sympathie hat er nicht so viel zu tun, mehr mit ja, auch scharfem Verstand und genau wissen, wohin er will. Links und rechts wird nicht geguckt.
Und da geht der Punk ab. Das kann natürlich auch sein, dass du wie losgelöst bist jetzt durch diesen Zusammenbruch, der da mal passiert ist, durch deine neuen Entscheidungen, die du getroffen hast, die neue Saat, die du gesät hast und jetzt so motiviert bist und sagst, boah, und jetzt weiß ich aber ganz genau, wo der Hase längs läuft und dem gehe ich hinterher. Das ist wirklich eine sehr schnelle Energie, eine Energie, die vorangeht. Vielleicht willst du auch wirklich vorwärts kommen aus dem Alten weg. Und weil du jetzt Dinge erkannt hast, er hat das Schwert dabei. Schwerter stehen immer für Erkenntnisse auch unter anderem, Klarheit und so. Und der ist da ganz klar unterwegs und weiß, was er will. Ist eine auch, finde ich, bei allem liebevollen und gefühlsduseligen sozusagen Energien hier ist da die Klarheit noch mal gut erwähnbar. Das ist da auch mit Klarheit. Also das ist nicht einfach so kopflos, la, ich schweb hier nachts nackt übers Feld, sondern der hat schon ein ganz konkretes Ziel. Und vielleicht musstest du tatsächlich erstmal ein paar Dinge aus deinem Leben sortieren, ausräumen, in Harmonie, in Frieden bringen, loslassen. Also diese Dinge, die für Transformation übrigens stehen. Und jetzt geht der Punk bei dir ab. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Kann ich nicht anders sagen. Jetzt haben wir hier. Und selbst, ach so, und selbst wenn dir jetzt etwas begegnen sollte, ein scharfer Wind ins Gesicht bläst, weil der Ritter der Schwerter hat auch diese Komponente. Wenn dir ein scharfer Wind ins Gesicht bläst, dann lasse ich davon schlichtweg nicht beirren. Ja, also es gibt immer Menschen, die mit dem nicht einverstanden sind, was du tust, die andere Ansicht haben, die dürfen sie ja auch haben, aber du darfst eben auch deine haben. Und wie gesagt, und wenn da irgendwas kommen sollte, für den Fall, dass so ein kleiner Mangelgedanke mal kommen sollte, oder wenn da so ein kleiner scharfer Wind irgendwie bläst, dann erinnere dich an diese Legung und sag, wow, nee, ich fixiere mich hier. Ich entscheide mich für mich aus ganzem Herzen bedingungslos. Ich habe Bock auf die Ernte, ich habe Bock auf die neue Hoffnung, ich habe Bock auf Sterntaler und ich habe Bock auf Erfolg. Ich möchte ein schönes Leben haben in Harmonie und in Frieden. Und ja, fokussiere dich darauf. Das ist nicht verkehrt, ihr Lieben. So, zumindest nicht, wenn man ein schönes Leben haben möchte. Innen wie außen, oben wie unten, geistige Gesetze, sag ich nur. Okay, also, was haben wir noch? Wo dürfen die Waagen? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Wo dürft ihr denn mal hinschauen? Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Wo dürft ihr hinschauen? Was ist vielleicht auch noch eine unterstützende Energie? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass hier der eine oder andere sagt: Ja, nee, ist klar. Naja, kann man mal nicht so ganz glauben, ne? Okay, schauen wir mal, was hier noch für eine Botschaft für dich ist, die dich dahingehend unterstützt, es zu glauben. Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Upsala. Da haben wir The Princess of Candles. Ja, das ist der Bube der Stäbe. Und wenn du dich erinnerst, haben wir den hier liegen. Ne? Tada! Also, der Bube der Stäbe ist auch hier mit an Bord. Also die Einladung zum Abenteuer, die Dinge vielleicht nicht so wie der Ritter der Schwerter übrigens, der sieht die Sachen auch unter Umständen sehr verbissen. Also sieh die Dinge nicht so verbissen. Bleib gelassen. Sei dir gewiss, das, was du säst, das erntest du. Und wenn dir das nicht gefällt, kannst du neu wählen. Da ist überhaupt nichts bei. Das kann man zack entscheiden. Ich wähle jetzt was Neues. Ich möchte das Alte so nicht mehr. Und dementsprechend gehe ich jetzt neue Wege. Ganz einfach. Und Kurt Tepperwein sagt ja auch immer, Tatsachen beeindrucken ihn schon lange nicht mehr, denn Tatsachen sind nichts anderes als Dinge, Sachen, die mal irgendwann so getan wurden und jederzeit anders getan werden können. Ergo ist da wirklich auch, da ist auch was dran. Weil eine Tatsache ist etwas, ein Ausdruck im Außen für das, was vorher im Geistigen war. Es geht immer von innen nach außen. Und deswegen muss man das wirklich nicht beeindrucken. Also du kannst dich beeindrucken lassen von wunderschönen Dingen, wenn du da Lust zu hast. Und dann sagst du, oh ja, da möchte ich mehr von, also bleib in der Schwingung. Alles wunderbar. Wenn dir das nicht gefällt, dann lasse dich auf das Abenteuer ein. Bube der Stäbe. Eine Karte hätte ich jetzt gerne bitte noch. Ja, also da ist auch, da ist wirklich der Hinweis auf Entspannung, Abenteuer, auch mal was Neues erleben wollen und so weiter. Also Neugierde ist dabei und Lebenslust ist dabei. Feuerelement halt, ne? Feuerenergie.
Vielleicht Widder, Löwe, Schütze noch dazu. So, was haben wir noch? Eine Karte hätte ich jetzt gerne bitte hier noch. Upsala. Da haben wir, nein, die haben wir da nicht. Die haben wir da nicht. Da waren kurz die vier Stäbe, die für Heilung sprechen. Auch natürlich innere Harmonie und Ausgleich. Dinge in Heilung kommen lassen. Vielleicht war es sehr aufregend bei dir und das Ganze heilt jetzt. Aber warte mal, weiter. Ja, da haben wir die sechs Stäbe. Ja, was soll ich denn dazu schon wieder sagen? Ich muss echt lachen, weil die sechs Stäbe, ja, genau, sechs Stäbe. Die sechs Stäbe, das ist die Karte des Sieges und des Glücks. Wir haben hier den Jupiter mit da drauf. Da ist er. Der Jupiter, das ist der Glücksplanet. Der vermehrt auch noch das, was sowieso alles toll ist und gut ist und so weiter. Also, schau auf deinen Erfolg, schau auf das, was du bereits vielleicht schon erreicht hast und genieß deinen Erfolg und sonne dich in deinem Erfolg. Da ist ja hier auch noch die Sonne, die das Ganze unterstützt. Also hier haben wir ganz viel Lebenslust, ganz viel bedingungsloses Ja zum Leben im Grunde genommen. Ob du nun für dich oder für jemand anders oder überhaupt, entscheide dich einfach fürs Leben, dann machst du alles richtig. Weil das Leben ist hier auch, um dir zur Freude zu dienen und nicht zur Freude zu sein und nicht, dass man vor sich hin darbt und so weiter. Das ist alles, das ist nichts. Also, aber das gilt eben darum, dass wir das auch erkennen. Denn das Leben möchte erfahren werden. Natürlich auch in allen Facetten. Letzten Endes auch in den negativen Facetten. Auch, was können wir für wertvolle Erkenntnisse bitte herausziehen, wenn wir mal in ganz schrägen Situationen waren hier, ne? Ängste und so weiter. Wie schön ist das, wenn wir die überwunden haben und dann durchatmen. Aber die Erfahrung muss gemacht werden. Weil sonst würden wir sie ja nicht machen. Also, weil es hat alles mit uns zu tun. Und es geht letztendlich um die Bewusstseinsentwicklung. Wir haben hier am unteren Kartenrand den Wagen. Der Wagen ist auch der Aufbruch voller Zuversicht. Den Ritter der Schwerter, der bringt nochmal ordentlich Geschwindigkeit rein. Und der Wagen sagt hier, du bist bestens gerüstet, kannst losgehen. Natürlich auch nicht die Pferde rasen lassen und alles platt machen, sondern schon besonnen, aber dennoch voller Zuversicht. Es geht weiter. Die sieben, große Arkana. Ja, und das natürlich voller Zuversicht. Hier Krebs ist natürlich das Sternzeichen, das ist die Nummer 7, siebter Monat. Krebse sind Gefühlsmenschen. Also da geht es auch nochmal wirklich um, dass du bist innerlich auch bestens gerüstet, um weiterzugehen. Super schön. Okay, jetzt möchte ich hier noch mit dem Lenormand eine Karte ziehen. Schauen wir mal, was hier noch kommt. Das ist hier echt eine krasse Legung, das kann ich mal sagen. Okay, was haben wir noch für die Wagen? Sonne, Mond, Aszendent, Venus, eine Botschaft. Aha, ja, diesmal unmissverständlich. Ja, das ist die Karte übrigens, die sagt dann Erfolg, ne? Also eigentlich müsstet ihr alle schon euch scheckig lachen. Also hier haben wir die 33. Vielleicht ist die 6, guck mal, die 6 ist auch hier der Erfolg, ja, 3 und 3 sind 6. Vielleicht ist das auch tatsächlich deine Lebenszahl. Wir haben hier unten auch noch die 8 im normalen Spiel. In der normalen Spielkarten, Skatkartengeschichte ist das halt die 8. Ja, also was soll ich sagen? Also der Schlüssel heißt, sagt, es erfolgt etwas. Und es erfolgt natürlich immer das, was du vorher gesät hast. Hier sind wir wieder Ursache-Wirkung, das kommt immer wieder. Finde ich total spannend. Und der Schlüssel, da geht es natürlich auch darum, da schließt du entweder etwas auf, du schließt etwas ab, du sicherst etwas ab. Es geht auch um Sicherheit auf der einen Seite, aber es ist wirklich, der Schlüssel sagt, dass etwas erfolgt. Ja, ein Erfolg. Und alleine für sich, ohne weitere Karten drumherum, ist für mich die Karte wirklich ein Hinweis auf Erfolg. Da geht eine Tür auf, die haben wir auch, die Tür. Warte mal, ich zeige dir das nochmal ein bisschen besser hier. Da ist hier die Tür, die auf ist, die offen ist. Also da geht eine Tür auf, da eröffnen sich wirklich ganz, ganz neue Dinge. Und ich wünsche dir so sehr, jedem Einzelnen, der jetzt hier zuschaut, dass genau das das Ergebnis ist, was hier in den Karten jetzt
in diesem Blatt wirklich gezeigt wird. Das ist unfassbar. Das ist total, wie sagt Sandra Weber von Teki, wunderglaublich. Es ist wunderglaublich. Es ist total schön. Ach, ist das herrlich. Ja, ich glaube, diese Legung wird gar nicht so lang, weil so viel Glück musst du erstmal verdauen und verarbeiten und da gibt es natürlich gar nicht so viel drüber zu erzählen. Obwohl man eigentlich über Glück sehr viel mehr reden sollte. Ja, aber jetzt gucke ich nochmal mit dem, auch nochmal mit, wir haben ja noch ein bisschen was hier. Wir haben jetzt noch das Heilsteindeck, das Daily Crystal Inspiration und dann gucken wir nochmal mit dem Animal Oracle, mit dem Tierorakel. Also, was haben wir noch für die Wagen, für einen Hinweis, für eine Botschaft? Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Dezember. Meine Güte, für dich ist der Dezember wie, Son wie, Juli, wie Juli, Juni, Juli, Sommer, ne? Wow. Okay, also, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was ist hier für die Waagen im Monat Dezember? Noch ein Hinweis, bitte. Das Tigerauge, overcome your fears. Das ist ein schöner Hinweis. Hier haben wir die Ängste, die Mangelgedanken, weil Mangel ist letztendlich nichts anderes als Angst, nicht versorgt zu sein und so weiter und dass es nicht genug gibt. Und das Tigerauge sagt, überwinde deine Ängste. Ja, überwinde sie. Also falls du da fündig werden solltest und sagst, ja stimmt, ich habe da Ängste. Es kann auch sein, dass es Ängste sind, die natürlich andere Menschen betreffen, dass man Angst hat vor Ablehnung, dass man Angst hat, ja, dass man Angst hat, nicht mehr willkommen zu sein, dass man andere Ansichten hat, dass man sich dann auch entsprechend von Menschen manchmal trennen muss und dafür Angst hat. Also ne, das sind also es können Existenzängste sein, die auch sagen, okay, wenn ich mich jetzt aber trenne, wenn wir jetzt über das Partnerschaftliche reden, wenn ich erkenne, eine Beziehung hat sich erfüllt, es ist erledigt, es ist vorbei, dann kann es natürlich sein, dass auch die Wohnsituation sich ändern muss. Und dann hat man das Thema manchmal, oh Gott, wie soll ich denn das finanzieren? Zum Beispiel, das würde dann auf das Thema Mangelgedanken im finanziellen Bereich natürlich gut hinkommen. Denn wir haben hier das Münzding. Also es geht wirklich um die äußeren Erscheinungen, wie habe ich einen vollen Kühlschrank oder habe ich eine Arbeit, kann ich mein Auto bezahlen und so weiter. Ja, geh an deine Ängste sonst ran. Das ist das, was natürlich auch sehr, 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 sehr blockierend sein kann. Bis also Ängste blockieren immer. Es ist halt die Frage, wenn wir spüren und merken und fühlen, okay, da habe ich tatsächlich Ängste. Auch hier wieder, wie gehe ich damit um? Hol dir sonst Hilfe, hol dir Rat von irgendjemand anders oder was würdest du denn sagen, was würdest du dir selber raten, wenn du deine beste Freundin wärst, wenn du dein bester Freund wärst? Das ist auch immer eine gute Möglichkeit, um aus der Situation rauszukommen, um Abstand zu gewinnen, um dann letztendlich zu sagen, okay, mit Abstand, ich kenne die Situation ja nun sehr genau, aber was würde ich denn... Wenn ich meine eigene beste Freundin wäre, was würde ich mir denn jetzt raten? Was ist jetzt der nächste Schritt? Und wenn der Schritt heißt, okay, setz dich aufs Sofa, mach erstmal gar nichts, dann setzt du dich aufs Sofa und machst gar nichts. Und wenn der nächste Schritt für dich bedeutet, ich rufe jemanden an, dann rufst du jemanden an. Also, das ist wirklich das, und dass du dir auch bewusst machst, Ängste sind nicht die Wahrheit. Es fühlt sich sehr, sehr real an. Und ja, da muss man doch Angst haben. Da muss man doch. Und das ist doch berechtigt. Und dann guck dir das doch mal draußen an. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich muss mal gar nichts. Und das ist so der Punkt. Gerade wenn bei mir solche Ängste auftauchen, was sie tatsächlich gar nicht mehr tun, aber ich kenne die halt auch sehr gut. Ich habe damals eben auch mir die Ängste genau angeschaut und habe gesagt, worum geht es hier eigentlich? Und okay, ich bin Schöpfer meiner Realität. Das heißt, hier gaukelt mir mein Verstand etwas vor, dass die Zukunft ganz gruselig ist. Die wird hundertprozentig ganz schrecklich und ganz schlimm, weil es sind so fürchterliche Sachen unterwegs und du kommst unter die Räder, du schläfst unter der Brücke und so weiter und so fort. Da ist ein Gedankenkarussell unterwegs, was echt nicht mehr feierlich ist. Und das versucht dir definitiv immer Angst zu machen. Und das ist der Verstand. Ja, das ist irgendwie so sein Job, weil der so begrenzt ist, dass er natürlich auch nichts von Zukunft weiß. Und er weiß nichts davon, dass du Schöpfer deiner Realität bist. Das Ding ist nur, genau, das ist meine persönliche Überzeugung, dass wir genau diese Sachen erfahren,
die das Gegenteil von dem sind, was wir in Wahrheit sind. Der begrenzende Verstand ist das Gegenteil von dem, was wir in unserer Essenz sind. Wir sind unbegrenzt. Traurigkeit, Wut, Ärger, all diese Neid und so weiter, das sind alles Dinge, die wir in unserer Essenz nicht sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darauf besinnen, wer wir in Wahrheit sind, weil dann können wir mit diesen Dingen ganz anders umgehen und sie verschwinden nach und nach aus unserem Leben, weil sie nicht mehr genährt werden, weil alles eine Form, eine Frage der Energie und alles eine Frage des Bewusstseins ist. Das ganze Universum schwingt, nichts steht still, ständig ist alles in Bewegung. Energie können wir nicht schöpfen, Energie ist bewusstes Sein. Das ist der Punkt. Energie ist tatsächlich das, was wir in unserer Essenz sind. Und das ist ewig. Und das hat das gesamte Potenzial des Universums in sich. Und das gilt es zu erkennen und natürlich auch dann umzusetzen. Also welche Ursachen setzt du? Die Wirkung bekommst du. So, was haben wir hier noch? Und am unteren Kartenrand habe ich hier noch, das möchte ich dir gerne zeigen, den Rauchquarz. Oh, ich habe einen. Wo ist denn der? Ich habe doch einen Rauchquarz. Moment, hier ist er. Nee, da ist er nicht. Wo habe ich denn den hingetan? Huch! Keiner verlässt den Saal. Wo ist mein Rauchquarz? Uiuiuiui. Den finde ich jetzt gerade nicht. Hier ist er auch nicht. Na nü? Na gut, ich werde gleich mal auf die Suche gehen. Auf jeden Fall, okay, Rauchquarz, lass los, let it go. Ja, also lass diese alten Konstrukte wirklich los und konzentriere und fokussiere dich auf deine wahre Essenz. Jetzt möchte ich gerne zum Schluss hier ein noch Tier-Orakel-Karte ziehen. Also. Was haben wir hier für die Wagen, für den Dezember? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was ist hier im Dezember für dich? Noch eine Botschaft. Ups, da kommt. Was ist das denn? Die Antilope. Oh, die hatte ich tatsächlich noch nie. Das ist ja spannend. Die Karte Nummer 2. Die Antilope. Life is speeding up. Das finde ich jetzt. Oh, krieg Gänsehaut. Es nimmt Fahrt auf. Das Leben nimmt Fahrt auf. Jetzt guck mal, wir hatten den Ritter der Schwerter, der ist mal mächtig, der ist mal in einer anderen Richtung unterwegs, aber der gibt echt Fersengeld sozusagen. Also da gibt es mal richtig Geschwindigkeit. Und hier auch die Antilope. Wisst ihr auch, die Antilope ist ein sehr schnelles Tier. Und ja, die muss auch mal schnell rennen, wenn so ein Gepard hinter ihr her ist. Ich gucke doch hier gleich mal im Buch, was das hier bedeutet. Antilope, das ist hier. Die dritte Karte, was war das jetzt? Dumm-di-dumm-di-dumm. Seite 47, okay. Also das finde ich jetzt ganz fantastisch. Ja, life is speeding up, Leben nimmt Fahrt auf, aber auf Deutsch heißt es hier, es geht voran. Hier ist es die dritte Karte, hier ist es die zweite Karte. Also ja, schau mal, ob du vielleicht damit in Resonanz gehst. Die Botschaft des Orakels. Wenn der Geist der Antilope in dein Leben galoppiert, will er dir sagen, dass deine persönliche Entwicklung als kraftvolle oder als kraftvoller Mitschöpfer an Tempo zulegt. Unmissverständlich teilt er dir mit, dass es Zeit ist, in die Gänge zu kommen. Setz dir ein Ziel und werde aktiv, um deine Träume zu verwirklichen. Es ist eine Intensität am Werk, die du spüren kannst. Und es ist wichtig, sich diese Energie jetzt zunutze zu machen. Wenn du einen Karriereplan oder einen Plan für deine finanzielle Unabhängigkeit hast, so ist es jetzt die Zeit, ihn verstärkt zu verfolgen. Wenn deine Frage Beziehungsdingen galt, dann tu du den ersten Schritt. Was du an Vorhaben auf den Weg gebracht hast, konkretisiert sich jetzt im Eiltempo. Gib also Acht und bleibe am Ball. Wenn dich der Antilopengeist auffordert, rasch zu handeln, wird es jedenfalls spannend. Wir haben die Einladung zum Abenteuer, wir haben den Turm, der zusammengebrochen ist, wir haben hier neue Hoffnung, wir haben die Ergebnisse, die Ernte und so weiter. Wir haben hier ein paar rasende Tiere, Pferde und Antilope. Das ist wirklich eindrucksvoll, weil alles steht hier auf positiv und ja, auch interessant natürlich und eine Zeit, die aufregend sein wird, aber auch die genossen werden kann.
die du genießen kannst und sollst natürlich. Also, ja, ich lese nochmal weiter. Hier haben wir noch die Schutzbotschaft. Kannst du spüren, wie die Welt im Wandel ist und sich alles im rasanten Tempo verändert? Es ist nicht leicht, auf die erwünschten Resultate hinzusteuern oder sich feste Ziele zu setzen, weil dich die tatsächliche Entwicklung immer schon darüber hinausträgt. Es ist jetzt Zeit, loszulassen und den aufregenden Trip zu genießen, während die Dinge, die du dir in der Vergangenheit vorgenommen hast, in Windeseile Gestalt annehmen. Also hier ist sowohl, wenn die Karte jetzt umgekehrt wäre, das ist ja immer, wenn es um die Schutzbotschaft geht. Also es geht um Geschwindigkeit hier, ganz, ganz krass. Die Entwicklung nimmt wirklich Fahrt auf, ja. Es ist jetzt Zeit, loszulassen, um den aufregenden Trip zu genießen, während die Dinge, die du dir in der Vergangenheit, ach, das habe ich gerade gelesen, ne? In Windeseile Gestalt annehmen. Macht aber nichts, wenn man es doppelt tut. Deine Aufgabe ist es jetzt, den Kurs zu halten, auch wenn das Tempo schwindelerregend ist. Vielleicht änderst du deine Meinung ein halbes Dutzend Mal oder öfter, während du an dem arbeitest, was du in die Welt hinausträgst. Und das ist auch in Ordnung. Lass dich auf das Tempo ein, denn mit Hilfe dieser Beschleunigungsenergie löst du Probleme schnell und mühelos, anstatt von ihnen ausgebremst zu werden. Die beste Art, diese Energie zu nutzen, besteht darin, dir keine Sorgen zu machen und im Handeln auf achtsame Weise präsent zu bleiben. Wenn aber etwas nicht in deinem wahren Interesse ist, wird die Antilope es, auch wenn dir noch so viel daran liegt, sehr schnell beiseite räumen, um deinen Weg frei zu machen für das, was wahrhaftig für dich bestimmt ist. Wenn dir also etwas genommen wird, sei dankbar und bleib in Bewegung. Dies ist keine Zeit zum Stillsitzen, sondern um tief durchzuatmen und mit Tempo voranzugehen. Großartig. Da möchte ich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich finde das ganz fantastisch. Diese Legung ist grandios, das kann ich nicht anders sagen. Und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gerne natürlich liken, kommentieren und Kanal abonnieren, auch weitersagen. Also vielleicht hast du hier auch, wenn du noch nicht gerade in dieser positiven Energie bist, aber vielleicht hast du ja ein bisschen Energie mitnehmen können und dich bestärkt gefühlt und ja, dass du also wirklich dann auch das Tempo, was hier offensichtlich jetzt auch irgendwie noch sich zeigen möchte und was in die Gänge kommt oder vielleicht schon in die Gänge gekommen ist. Vielleicht bist du ja schon mittendrin im Prozess, ja, dass du diese Reise auch wirklich, dass du diesen Trip echt genießen kannst. Ich wünsche dir dabei alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg natürlich. Das sieht nach einem grandiosen Jahresabschluss aus. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns in einem anderen Video ganz bald wiedersehen und sage bis dahin Namaste.